Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht allen gut an diesem 24. Dezember 2023. Alike, alike. Wie ihr hört, ich bin ein klein wenig krank. Ist immer so in den Ferien. Also, warum dieses Video? Ich wünsche mir für das neue Jahr, für euch als Schüler, Schülerinnen, dass ihr mehr lachen könnt, mehr Fehler machen dürft, mehr Mindset arbeitet, mehr mit dem Lehrer gemeinsam arbeitet, mehr den Lehrer nicht als Feind seht, sondern als Freund, als Teammitglied, als Coach, der euch auch so begleitet, also so positiv und liebevoll, wie es nur geht, weil ihr seid ja nicht, also ihr müsst ja in die Schule gehen in der Schweiz, es gibt da keinen, du darfst. Von dem her sollte der Ort, die Schule als ein Ort wahrgenommen werden, der beflügelt, der einem zeigt, wie gut man ist, der einem für das Leben weiterhilft, der einen aufzeigt, was wichtig ist, was unwichtig ist, das einem aufzeigt, wie man sich gegenseitig helfen kann, das einem aufzeigt, dass man auch trotz, wenn man Fehler macht, immer noch gut ist. Und es ist nur ein Fehler. Es macht einen selber nicht schlechter, sondern es ist nur die Prüfung, es ist nur ein Fehler, es ist nur eine schlechte Note und weiter. Nächste Note, nächste Prüfung. So sehe ich es und das wünsche ich natürlich auch für meine Schüler, Schülerinnen, dass ich das so machen kann bei ihnen. Weil sobald du aus der Schule draußen bist, wird es zwischenmenschlicher viel, viel anders sein als in der Schule. Da schaut man, ob es... Also man geht die Sache anders an, je nach Berufsgattung und Stelle. Und das ist doch schön, dass man das vielleicht in der Schule auch so machen könnte, weil man da nicht überfordert ist, wenn man in der Lehre ist. Also, ich wünsche allen noch schöne Weihnachten, guten Rutsch. Ich werde mich jeden Tag wieder mal sehen, was Neues machen. Ist mein Ziel, meine Aufgabe. Da habe ich mir selbst so ausgesucht, von dem her nervt es mich auch nicht. Also, bye bye.